Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich. Fucking ist die Küche groß. So groß war sie natürlich nicht geplant. Und da muss man uns natürlich noch was einfallen lassen. Obwohl, die passt dann natürlich dann in so ein Feld rein. Und das ist sehr gut, denn wir spielen wieder Anno 1800. Bauern, wir brauchen hier einen Weg. Und wir wollen natürlich auch. Die Kirche wird verlangt. Hier deckt sie gerade so das Feld ab. Stellen wir uns erstmal hin. Gebaut werden kann sie erst später. Wir sehen 25 Steine. Das ist aber eine halbe Welt. Hier werden wir hier ein paar Dings. Wir haben 100 Bauern. Über 100 fucking Bauern. Aha. Also wenn wir doch zu wenig haben, können wir einfach mal umbauen. Sehr gut zu wissen. Jetzt werde ich erstmal hier ein paar Häuserchen umbauen. Wenn mir genug Zeug da hinten. Ja, wir haben 400 plus gerade. Geil. Hafenmeisterin. Wir gucken mal, was gibt es hier eigentlich? Eine Segelschiffwerft? Ein Depot? Eine Hafenmeisterin? Ein Geschütz. Die Keimauer sieht natürlich auch geil aus. Wir können das hier erweitern. Aber geht nicht. Das verschwinden wir dann später. Das ist ein Hafenmeister. Ah. Ich finde es geil, dass es alles so in Einzelnen aussieht, auch hier mit dem Geschützturm. Könnte man... Ja, wir brauchen nur die Kanonen. Und die können wir erst dann ab 300 Arbeiter machen. Und dafür brauchen wir auch Eisen. Oh, ich habe einen Händel. Abgeschlossen. Geilo. So, Eisenvorkommen haben wir da, haben wir da, haben wir da. Jetzt brauchen wir auch noch Kohle. Können wir ja dann gleich gucken. Aber ich brauche Kohle dazu. Es fehlt ein Brot. Wir bauen jetzt ein Brot. Das finde ich richtig übertrieben. Dass ich jetzt hier eigentlich 144 Felder bauen soll. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber 144 Felder, das ist natürlich schon eine ganz schöne Ausnahme. Also allein wenn ich 100 Felder hier untergebracht habe, das ist ja schon... richtig geil, aber so machen noch hier eine Reihe 1, 2, 3, 4, 5 durch. Oh nein, ich bin kein Zumindest, aber es kann ja kommen. Mehl. Das tun wir hier hinten erstellen. Und das Brot. So, das hier könnte man zum Beispiel noch in die Stadt reinstellen, weil es ist einfach, es gehört einfach in die Stadt, finde ich. Eine Bäckerei. Wo ist die Profida Stein? Natürlich mir die Mühle gefasst. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Das dürfte es jetzt eigentlich auch erstmal gewesen sein. Wir brauchen erstmal Brot.
Was führt sie zu uns? Stillstand gespeichert. Keine Form. Das Geld ist, ich kann natürlich jetzt so bauen, wie ich möchte. Wenn ich jetzt sage, okay. Ich möchte doch schon ein bisschen größer die Felder haben hier. Dann kann ich das einfach so anbauen. Das sieht aus wie ein Feld, aber gehört jemand anderes eigentlich. Das finde ich auch geil. Jetzt habe ich hier nämlich 72. Und das alles ist ein bisschen größer geworden. Vielleicht auch das ganze Feld zu machen. Genau so. Nochmal runter. So, 153. Passt. Können wir so lassen. Gefällt mir. Vielleicht hier noch mal was dran bauen, damit die zufriedener sind. Ich muss natürlich jetzt hier von hier unten anfangen, was mir damit ich nutze. Geil! Passt! Nice! Und es hat Stil. Die Waren stapeln sich hier. Ja, und der kommt zum Beispiel das Gimbal. Weg bis dorthin, deswegen brauchen wir hier noch ein Lagerhaus. Und der ist miteinander verbunden. Sehr gut. Da wird es schon am Weg sein und alles wird geschaffen. Hm. Perfekt. Ich werde auch in nächster Zeit mehr versuchen, wieder live zu gehen. Also immer wenn meine Freundin da ist, das wird anscheinend dieses dritte Wochenende sein. Alle drei Wochen vielleicht mal live zu gehen. Was ist wichtiger? Das oder das? Haben wir Lehm vorrätig? Wir haben Lehm vorrätig. Wir haben auch keine Steine vorrätig. Das heißt, wir können hier die Produktion, steigern. Auf 25% mehr. Weil in der Lehmgrube ist jetzt ausgekippt. Den Abend verbringe ich gerne am Tresen mit meinen Kumpels. Zu Hause warten eh. Okay. So, dann ist nämlich die Ziegelei unterwegs. So, was haben wir hier? Ja, uns fehlt immer noch Brot. Kann ich was dagegen machen, aber mache ich. So, die sind direkt miteinander verbunden, die schaffen das direkt da hoch. Und jetzt brauchen wir die Bäckerei. Bam! So, die Bäckerei, die hat natürlich jetzt keinen Ort, wo sie hingehen kann. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Wie weit geht das? Die geht bis hier hin. Oder bis hier oben. Weil ich hier oben aber auch nicht weiter baue, kann man eigentlich auch hier oben hinbauen. In der Hoffnung, nimmt dann. Bam! Jungs und Mädels da draußen. So läuft das einfach ab. So, und dann würde ich nämlich schon sagen, was ist mit dem Part? Mal wieder. Ich muss sagen, wir haben gut das geschafft. Wir haben ein gutes Ziel. Verdienen Geld. So soll es sein im Anno. Und hoffentlich auch in nächster Zeit auch ein bisschen mehr Ton hier, was Dings hier, was. Stiefel sind durch. Was hergestellt wird. Mehr Ziegelsteine.
Freuden zu 123%. Wir brauchen Ziegelsteine. 48 Sekunden und der braucht eine 30-sekündige Verarbeitungszeit. Wie lange brauche ich jetzt? 40 Sekunden. Brauche ich wahrscheinlich eine zweite Ziegelei, dann kann man die natürlich auf 0 setzen. Die brauchen zwar jetzt eine Minute, aber dadurch, dass es zwei sind, ist es eigentlich Ausgleich. Gleicht sich aus. Genau. Müsste rein theoretisch passen, dass wir jetzt gleich bleiben auf Dings bleiben. Gut. Dann würde ich sagen, war es das? Ein bisschen was mal. Das Material aus. Sagt der Man of the World. Ciao, ciao.